Aha, okay. Da gehen wir jetzt aber nicht hin. Wir gehen unserer Mission nach und suchen die Schürfstelle. Und heben Kräuter auf und Spruchrollen. Was? Gibt's hier Goblins? Egal. Fleischschwanze. 10 XP. Weil die andere kann's jetzt auch noch. Geht doch. What's good? Komm, die paar Fleischschwanzen hole ich mir. Gleich so Level up. Da ist nichts zu nichts holen. Heb die Scheiße auf, heb die Scheiße auf, heb die Scheiße auf. La la la. Sumpfkraut, Sumpfkraut, kann man rauchen, kann man rauchen. Dunkelpilze, Dunkelpilze, kann man essen, bringen Mana. Tränke, Tränke, kann man schlucken, bringen Lebensenergie. Lebensenergie. Na kommt mal her, ihr paar Goblins. Hier wird das Gebiet langsam wieder ein bisschen orkfreier. Im Wald sind wieder ein paar. Damit man auch als Level niedriger hier durchkommt. Da müsste man sich aber auch halt überall vorbeischleichen. Ich hab das Problem nicht. Ich kämpfe mir den Weg frei. Like a boss. Wo war der Lurker? Wo, wo, wo? Komm her. Da ist gut. Ach ja, die alte vertraute Gegend. Hier nochmal rumzustreifen und alles zu töten, was sich bewegt, das ist doch ein Traum. Ein Traum ist es. Sumpfkraut. So. Hier. Lege ich mal die Rüstung an. So. Hier sind nämlich ein paar Jäger. Und es fängt an zu regnen. Halt, bleib stehen, wo du bist. Kein Problem. Ach, noch jemand, der sich hier verirrt hat, was? Ich hatte dich erst für einen dieser üblen Typen gehalten, die in dieser Gegend rumgeistern. Wie ich sehe, gehörst du wohl nicht zu denen. Du siehst viel zu harmlos aus. Danke. Du siehst aus wie ein Jäger, der nicht weiß, wohin mit seiner Zeit. Ja, hast wohl recht. Aber was will man machen? Ich komme nicht mehr über den Pass. Also bleibe ich hier und tu das, was ich am besten kann. Nichts. Tut mir nur leid um meinen Kumpel Engro. Komm an mein Feuer und wärm dich ein bisschen. Bist du ein ehemaliger Gefangener der Barriere? Na nein, wo denkst du hin? Ich wollte das Geschäft meines Lebens hier draußen machen. Irgendeiner von hier hat mir erzählt, dass es hier draußen die besten Jagdgebiete geben soll. Fette Beute, wenn du verstehst, was ich meine. Das Einzige, was es gibt, seit die Orks hier eingefallen sind, ist auf die Fresse, wenn du dich zu weit raustraust. Ich hab mir von dem Idioten einen Floh ins Ohr setzen lassen. Ich kenne diese Spaßvögel. Dir geht's aber offensichtlich recht gut. Naja, beschweren kann man sich nicht. Die Flussgebiete sind trotz der verdammten Orks noch am ungefährlichsten. Die trauen sich scheinbar nicht ans Wasser. Vielleicht auch nur Zufall. Warum tut sie um Eck? Weil er mir einfach gefolgt ist, ohne Fragen zu stellen.
Und jetzt sitzen wir in diesem Schlamassel. Gier zahlt sich halt nicht aus. Was jagst du hier am Fluss? Was für eine Frage. Da brauchst du nur mal am Fluss entlang zu marschieren und du weißt, was ich hier jage. Lurker natürlich. Die Viecher sind zwar nicht leicht zu kriegen, dafür schmecken sie aber umso besser. Ab und zu läuft mir auch mal ein Scavenger über den Weg. Den schlage ich natürlich auch nicht aus. Kannst du mir was über die Jagd beibringen? Ach so, jetzt bist du also auch auf den Geschmack gekommen. Na schön, das kostet aber was. Was willst du dafür haben? Hast du irgendwas anderes zu essen als Lurkerfleisch? Vielleicht ein Stück Käse? Ja, ein Stück Käse. Ich würde sterben für ein Stück. Mal sehen. Hier hast du deinen Käse. Bringst du mir jetzt was bei? Ehrlich, du hast was? Oh Mann, wie lange habe ich das schon nicht mehr gegessen. Danke. Wie war das? Ach ja, sicher. Was kannst du mir beibringen? Was willst du wissen? Naja. Ich könnte eine von den Sachen nehmen, brauche ich aber nicht. Wie sieht's aus? Beschissen. Was soll ich schon sagen? Seit Tagen nichts anderes als diesen verdammten Fluss rauf und wieder runter. Links lauern die Orks, rechts lungern die Banditen rum und jeden Tag fresse ich Lurkerfleisch. Ich kann's nicht mehr sehen, verstehst du? Was macht die Jagd? Die Jagd ist mein einziger Trost, doch würde ich gerne mal was anderes vor den Bogen bekommen als diese ekligen Lurker. Schon mal dran gedacht, hier abzuhauen? Ja klar, ist ja auch kein Problem. Erst metzle ich mich durch die Horden der Orks, sage den ganzen anderen Unholden, die hier überall sind, guten Tag und spaziere dann locker über den Pass. Das ist ja ein toller Trick. Ich bin auch hier reingekommen. Du willst mir erzählen, du bist gerade über den Pass hierher gekommen? Mehr oder weniger ja. Dann hast du nur Glück gehabt. Solange hier der Ausnahmezustand herrscht, bewege ich mich jedenfalls hier nicht weg. Okay. Diese ganzen Goblins da unten, die nerven sowas von. Die sind da unten und die bleiben auch erstmal da. Fortun speichert man ab jetzt. So. Immer her damit. Heiltränke sehe ich immer wieder gern. Und tschüss, ihr Goblins. Um euch kümmere ich mich im nächsten Kapitel. So. Och nö. Beruhig dich doch einfach. Was zum... Wie sind die da hochgekommen? Ein Mistvieh weniger. Solche dummen Biester. So, das war's mit dir, du Mistvieh. Lass diese lieben Jäger doch einfach mal in Ruhe. Nur weil ich zu nah an diesen Rand gegangen bin. Nichts zu plündern. So, jetzt aber weg hier. Ich gehe erstmal zurück und dann halt diesen Weg da über die Brücke. Da lauert noch ein bisschen Scheiße rum. Drachensnapper und Snapper und keine Ahnung was noch. Nächste Stufe ist auch nicht mehr weit. Warte mal, ach egal. Nichts zu holen. Snapper sind ja mal so gar kein Problem. Ja, da hinten sind Orks. Toll.